Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Minecraft Texture Pack Work in Progress. Wir machen heute das Wasser. Wasser ist ziemlich ätzend zu machen. Ich hab jetzt hier die Sachen jetzt schon fertig gemacht, weil das mit euch zusammen machen, das dauert mehrere Stunden. Ich habe jetzt 3 Tage so für die Vorbereitung gebraucht für dieses Video. Und ich werde euch jetzt einfach nur zeigen, was ich gemacht habe und nicht, wie ich es gemacht habe. Oder doch schon, wie ich es gemacht habe. Ach, hier, komm. Erstmal zeige ich euch ein bisschen mit Wasser. Also, das ist das stille Wasser. Ist jetzt nicht ganz perfekt. Könnte ich noch ein bisschen besser machen. Werde ich aber nicht, weil es eigentlich schon ziemlich gut ist. Und das fließende Wasser. Und natürlich braucht man auch einen vernünftigen Übergang. Ach, den sehe ich jetzt hier nicht. Wo war die Stelle? Wo war die Stelle? Da brauche ich jetzt mal kurz den Wassereimer. Diesmal das Wasser. Ah, warum hakt es jetzt gerade? Ja, möglichst leicht transparent. Also das sind ja 2 verschiedene Texturen. Oder Animationsstreifen. Und möglichst leicht transparent. Und die gleiche Helligkeit bzw. Dunkelheit, Farbe, wisst ihr ja. Dann wird sich unpassend zueinander aussieht. Ist vielleicht ein Tick zu transparent, das fließende Wasser, aber das kann man ja einstellen alles. Muss man sowieso dann viel fein einstellen. So, jetzt gehen wir mal aus dem Spiel heraus. So, und dann fangen wir mal von vorne an. Als erstes steht natürlich die Wassertextur. Man braucht erstmal eine Grundtextur, mit der man dann die Animation macht. Ich habe mal das in Einzelteile. Also man fängt im Prinzip an, hier wie bei den Blättern, dieses 3x3 Feld. Bei mir sitzt 128x128, das 3x jeweils. Und ja, dann braucht man eine Grundfarbe, das Blau. Dann macht man das ein bisschen, ja, nicht ganz gleichmäßig blau, sondern macht da ein bisschen dunkler. Da gibt es hier einerseits den Sprühpinsel und dann halt diese Sprühpinsel, Aufsätze, wie heißen das? Manchmal hier so. Da brauche ich mal kurz eine neue Ebene. Macht man halt mit dunklem Blau und ein bisschen hellerem Blau, damit man dann das hat. Dann kann man hier das ja noch größer machen. Bla 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 bla. So, dann geht es natürlich weiter mit den Wellenlinien. Prinzip einfach weiß machen und dann im Nachhinein transparenter machen, dann kopiert man das über duplizieren. Dann habe ich da nochmal einmal Weichzeichnen drüber gehauen bei der duplizierten Dings, wo ist denn das? Weichzeichnen, gaussische Weichzeichnung. Da habe ich das normale nochmal dupliziert und habe dann ein, wo ist der? Der künstlerisch. Hab da den Ölgemäldefilter rüber gehauen. Und über den Ölgemäldefilter-Dings dann nochmal weichzeichnen. Dadurch sieht es dann halt so aus. Und dann habe ich nochmal eine kleine Ebene mit Schatten gemacht. Also ist eigentlich das gleiche wie das, wie dieses weiße Wellenmuster, nur in schwarz und unten drunter und leicht verschoben, damit so ganz leichter Schatten ist. Auch Wellen schlagen Schatten. Natürlich muss das alles kachelbar sein, beziehungsweise nahtlos kachelbar sein. Deswegen ist das hier auch so angeordnet. Besonders muss man dann halt bei hier aufpassen, bei der, dass sich halt dieses umregende Muster dann nicht an den Ecken nicht kachelt.
Das passiert mal schnell. Da gibt es aber auch einen kleinen Trick. Woran kann ich das denn mal demonstrieren? Ich brauche meine ne Textur. Bearbeiten. Nehmen wir mal, was nehme ich denn da? Ich will dir das so einfach nur zeigen. Die sind ja schon alle. Bilder. Ah, mach mal hinne. Nehmen wir mal das hier. Natürlich. Auswählen, denn. Schneide ich das mal zu. Mach mal kurz. Ich will jetzt nicht bei GIMP da extra was Neues öffnen. 128, bla. Neue Ebene. So. Abbilden, nahtlos machen. Machen wir mal den Test. Das ist nicht nahtlos. Da ist jetzt die Kante. Hier ist es nahtlos. Je strukturierter diese Texturen sind, kann man, umso schwer wird es mit den nahtlos machen mit dieser Funktion. Da ist dann meistens hier gibt's so eine Ecken, die dann ein bisschen komisch aussehen. Ist halt nicht die beste Möglichkeit, aber für so eine Sachen wie hier dieses Rauschmuster sozusagen auf einfachen Texturen, da ist es dann halt optimal. Kann man schnell nachbessern. Ja, das wäre eigentlich schon die Wassertextur, denn wird es halt sichtbar vereint. Das sichtbar vereint, ich mach mal kurz das nicht sichtbar, damit ich die Textur auch mitnehmen kann. So. Mitnehmen! So, überlagern. 128 bei 128. So, und jetzt braucht man wieder ein Dreierfeld. Oder ein 3x3-Feld. Eigentlich braucht man nur ein 2x2-Feld. Ich nehme aber lieber mal den 3x3-Feld. Dings, scheiß. So, das kann ich zumachen. Das nehme ich mit. Nochmal neue Ebene. Dann ordnen wir die jetzt halt aneinander an. Da seht ihr auch, dass es sich halt nahtlos aneinander reiht. Eigentlich wollte ich ja immer alle 2 Wochen eine Folge bringen, aber es funktioniert nicht. Seht ihr ja selbst. Bin schon froh, dass ich das jeden Monat schaffen könnte. Oder wenn ich es jeden Monat schaffe. So. So, Ausgangsposition, das mache ich mal weg. Ich habe ja die Textur eh schon hier mir zwischengespeichert. Das ist die stille Textur, also für das stille Wasser, für die Wasserquellen, und das ist für die, das fließende. Wie man das fließende Wasser macht, das teile ich dann auch. Und ja. Hier so Testsachen. Beziehungsweise meine alte Wassertextur, die hatte ich ja von meinem alten Texturpack übernommen. Was ja auch ein 64x64er Texturpack war. Was ich, da habe ich denn das Wasser einfach nur hochskaliert und dann mit einem Ölfilter rübergehauen.
das war dann auch nicht so das Wahre. So. So, fließend, nee, stilles Wasser. Stilles Wasser müssen wir von unten anfangen. Damit es denn auch, nee, bei stillem Wasser ist es egal. Ja, bei stillem Wasser ist es egal, bei fließendem Wasser muss man von unten anfangen, damit es auch nicht, damit es auch in die richtige Richtung fließt. Wenn man von oben anfängt, dann sieht es aus, als ob das Wasser nach oben fließt. So, also ist im Prinzip egal bei dem stillen Wasser, wo man anfängt. Auf jeden Fall braucht man zwei. Wir haben jetzt, nee, eine eben runter. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Streifen. Der ist 128 x 64 lang. Also 64 Frames. Machen wir hier eine neue Ebene. Da fangen wir an. Jetzt bei 128er müssen wir immer zwei nach unten. Also immer zwei Pixel weiter drücken. Also ich zoome mal ran. Hab das ausgewählt. Und dann mit den Pfeiltasten nach unten, denn die untere Ebene nehmen. Steuerung C für kopieren, Steuerung V für einfügen. Und das macht ihr dann immer weiter, bis die Leiste hier voll ist. Das mache ich jetzt aber jetzt nicht weiter. Das wäre der erste Streifen. Ihr braucht mindestens vier. Obwohl drei, mindestens drei sollte man. Ich habe glaube vier benutzt. Ich weiß jetzt endlich nicht, wie viel ich gerade benutzt habe. Ich glaube, ich habe nur drei. Ich habe glaube einen gelöscht wieder. Auf jeden Fall machen wir vier von diesen Streifen. So, der zweite Streifen. Jetzt muss natürlich das wieder auf Anfang. So, der zweite Streifen geht zur Seite. Wollen wir das wieder löschen. Keine Sorge wegen diesen Kanten, die sind ja nicht zu sehen, das ist eine Bewegung. Das sind, ist wie bei einem Daumenkino. So. Jetzt das erstmal wieder löschen, bla bla. Ebene beibehalten. So. Natürlich wieder bei den ersten Frame anfangen. Und dann geht zur Seite. Sieht man schon, dass es sich jetzt hier nicht mehr bündig anschließt, aber das sieht man dann halt auch nicht. Habt ihr schon im Game gesehen gehabt. Und das macht ihr halt auch so weiter. Dann habt ihr schon mal zwei. Dann dreht ihr das und macht das gleiche fast nochmal, aber diesmal von unten nach oben und von rechts nach links. Dann hättet ihr vier Dings. An den Texturen. So. Kommen wir zum nächsten Schritt. Nee, das nicht abbrechen. Dann hättet ihr schon vier von diesen Animationsstreifen. So, das mache ich mal wieder zu. Den brauche ich nämlich nicht mehr, weil wir weil ich ja schon die Streifen im Prinzip fertig habe. Bearbeiten. Bearbeiten. Also, die sind schon Megabyte groß. Das ist ganz schön, je nach Größe des Texturepacks oder Auflösung des Texturepacks, ist das ganz schön ressourcenschluckend. 5B. Moment mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Texturen was waren. Das war die von oben nach unten Textur. Ah, hätte ich mir mal, ich glaube. Ah. Nee. Doch, das ist richtig. Die ist gekippt.
Also einmal die von oben nach unten Textur, dann nochmal die gekippte von unten nach oben. Oder ist die auch von oben nach unten? Im Prinzip egal, ich glaube, ich habe dann auch eh nur eine genommen von denen. Dann brauchen wir die gekippte, die zur Seite fließende, ist das... Ja, das, die fließt zur Seite, die ist gekippt und fließt zur Seite und dann gab es noch... Ich glaube, das ist bei mir die 3 gewesen. Ich hab viel getestet. Ja, das ist auch zur Seite fließend. Muss mal kurz gucken, in welche Richtung das fließt. Das fließt nach links. Das fließt nach rechts, oder? Das fließt nach rechts. Das fließt nach links. Okay. Jetzt haben wir hier diese 4. Hier kann ich jetzt leider nicht wirklich gucken, ob die jetzt nach oben fließt oder nach unten fließt, die Textur. Da hätte ich mir das mal aufschreiben, besser betiteln sollen. Ist egal. Obwohl. Rauszoomen. Ich glaube, das ist die, die nach oben fließt. Man sieht den Unterschied schon. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung jetzt was ist. Ist ja auch soweit egal. So, wir nehmen jetzt die normale Textur. Beziehungsweise, das machen wir am besten über den alles auswählen. Dings. Fügen das ein. Und dann kippen wir das horizontal. Dann nehmen wir den, den wir auch mit der gleichen Textur gemacht haben, also mit den wir nicht vor den 90 Grad gekippt hatten, nehmen wir den auch. Naja, macht man natürlich auch wieder über den Dingsbefehl. Alles aus wie Steuerung A an sich. Ich hoffe, ihr kommt mit. So, jetzt sieht man auch, warum ich die Ebene gerade horizontal gekippt habe. Weil sonst würde sich das so überlagern. Und die blenden wir mal aus und das verschieben wir jetzt. Das verschieben wir ein bisschen nach unten. So, jetzt ist hier dieser leichte Anzeige-Bug wieder. Ah ja, den Bug habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ja, bei PaintNet buggt es hier. Auch glaube bei GIMP auch. Also wird nicht richtig angezeigt, deswegen nie auf diese Hilfslinien verlassen, sondern auf die Textur. Und mit den Pfeiltasten denn das jeweils machen. So, jetzt ist das schon mal eingefügt. Haben wir schon mal 2 Ebenen. Dann nehme ich jetzt... Das ist die andere, die zur Seite fließt. Mit der um 90 Grad gekippten Textur. Sieht man denn auch gut. Das... Fügen wir natürlich nicht oben ein, sondern auch weiter unten am besten. Den Anfang denn möglichst weit unten. Nicht ganz unten, sondern relativ weit unten. Die sollen sich ja denn nicht unpassend überlappen. Das sieht dann komisch aus. Das sieht dann aus, als ob das Wasser ab und zu stark aufblinkt. Das sieht denn halt scheiße aus. Und dann hätten wir noch eigentlich die Textur. Steuerung A. Kopieren. Die müssten wir jetzt auch wieder kippen. Mal kurz. So. Und die kippen wir dann auch wieder horizontal. Nein, nicht die, sondern die.
So. Jetzt haben wir eine Textur, die nach oben fließt. Eine, also fangen wir unten an. Also wir... Ne, Anzeigefehler. Okay. Also wir haben hier eine Textur, die nach oben fließt. Beziehungsweise nach unten, ich weiß es nicht. Dann haben wir ganz oben die Textur, die nach oben oder nach unten fließt. Die um 90 Grad, wo die Textur um 90 Grad gekippt wurde vorher. Dann haben wir eine Textur, die nach links fließt oder nach rechts. Wir sagen mal nach links. Die fließt nach links, also wenn man von oben anfängt. Und die fließt nach rechts. Also fließt so. Das hätten wir schon mal. Nee, jetzt müssen wir... Also, jetzt haben wir schon mal die Ebenen soweit angeordnet. Jetzt fängt... Nee, jetzt brauchen wir... Das Blau macht eine neue Ebene. Die färben wir mit dem Blau ein. Und dann blenden wir erstmal die aus. Haben wir jetzt hier erstmal die blaue Ebene. Blenden das ein und dann geht's überlagern. Machen wir im Prinzip bei ein. Da sieht man schon, die sind ungünstig platziert, oder? Nee, das verläuft sich irgendwann. Das verläuft sich. Irgendwann kommt dann halt dieses Muster, aber dadurch, dass wir diese gekippte Textur haben, wird das neutralisiert sozusagen. Relativ gut. Relativ. Relativ gut. Man könnte auch zwei verschiedene Texturen extra machen. Also zwei verschiedene von diesen Grundtexturen. Dass man zwei ähnlich hat, aber dass das, diese Überlagerungseffekt überhaupt nicht mehr auftreten kann. Oder gleich für jede von diesen Animationsstreifen eine eigene Textur machen. Aber das ist mir denn doch zu viel, ehrlich gesagt. So, und schon hätte man im Prinzip, wie man sieht, die Wassertextur. Oder diesen Animationsstreifen. Da gibt's, das ist aber im Prinzip noch nicht fertig. Da müsste man jetzt ganz viel anpassen. Jetzt mache ich hier dieses blöde Klick. Also viel anpassen muss man da. Man muss mit den Überlagerungen, dass es nicht zu doll überlagert, damit das nicht zu doll raussticht, damit eine Ebene nicht zu doll ist. Ansonsten sieht es aus, als ob die Ebene über den anderen Ebenen rüberfließt, der sieht dann aus wie bewegte Tapete. Das will man ja nicht. Man will das ja schon möglichst so haben, dass die Texturen ineinander fließen und nicht übereinander fließen. Da muss man natürlich die Farbe anpassen. Möchte man heller, dunkler, den Kontrast anpassen, heller machen oder den Kontrast runter machen, damit das nicht zu doll ist oder damit das zu stark ist, je nach Vorlieben natürlich wieder. Und natürlich muss das Wasser denn transparent sein. So. Ich habe das bei meinem Wasser auf 152 bis 160 irgendwas, irgendwie was dazwischen. Das ist für mich irgendwie die perfekte Transparenz. Und dann wird das Prinzip gespeichert. Das speichern wir mal jetzt. Ich speichere das mal als Wassertest. Wassertest PNG speichern. Damit ich die auch wiederfinde. So, und jetzt geht's nämlich... So, wieder...
So, jetzt bin ich. Wo mache ich das jetzt hin, verdammt? Und wo habe ich die gerade? Ah, da. Ich schneide die mal kurz aus und packe die hier hin. Nämlich, ich zeige kurz mal das 147-Format, also das vor 1.5 war. Da braucht man ja MC-Patcher, um animiertes Wasser zu haben oder Optifine. Und da war dann der Name Custom Still PNG, also Custom-Water-Still.png. Das nennen wir jetzt auch so um. Ich will das nicht öffnen, sondern umbenennen. So. Und das hat man dann einfach denn in das Texte-Pack reingezogen. Texte-Pack. Das ist mein altes. Ja, ja, schließen. Und dann hat man das dann hier drin. Das wäre dann das hier. Nein, das ist die Lava. Jetzt habe ich die Lava angeklickt. Das wäre das. Das ist das, wo ich mit den Ölgemälde denn das hochskaliert und dann Ölgemälde fehlt darüber. Fertig. Ja, oder man kann es, glaube ich, auch hier in den Animationsordner packen. Dann würde das auch funktionieren. So, das hätten wir. Jetzt für 1.5. Also alles, was darüber mit den jetzt schon wieder veralteten neuen Texturensystem. Jetzt kommt ja wieder ein neues, da könnte ich kotzen. Herr Sommer könnte auch kotzen. Der Nick könnte auch kotzen. Und ja, wir blicken da gar nicht mehr durch. Wo habe ich jetzt Texte-Packs? So, ich habe jetzt hier so ein Converter-Pack. Da habe ich den CTM-Ordner drin und hier hat man schon die Custom Water Flowing PNG. Machen wir mal weg. So, und da ziehen wir jetzt den Dings rein. Wo habe ich denn das jetzt? Ist doof, wenn ich die Aufnahme anhab, dann kann ich hier nicht diese Fenster aufrufen. Dann werden mir nicht die Fenster angezeigt, diese Vorschaubilder, sondern werden mir nur noch die Namen angezeigt. Das finde ich ein bisschen doof. Auf jeden Fall, wir ziehen jetzt in diesen Converter-Pack einfach nur, das ist eine ZIP-Datei, wo ein Container drin ist. Der Container kann leer sein, Hauptsache da ist irgendwas drin, damit der Container sich nicht auflöst. Also ein leerer Container löscht sich bei mir automatisch, keine Ahnung warum. Vielleicht ist das so, ist egal. Auf jeden Fall ziehen wir das rein, mehr müssen wir nicht machen, dann machen wir mal das zu. So, jetzt seht ihr mal, was ich zurzeit alles spiele, nein. Und jetzt ausführen, also relativ neuen MC-Patcher, obwohl der ist schon ziemlich veraltet wieder, könnte ich mal neu raus runterladen. So, der MC-Patcher hat ja hier einen schönen Converter und jetzt wählen wir das Converter-Pack. Ich habe es 000 Converter-Pack, damit ich es gleich ganz oben habe, genannt. Das wird jetzt konvertiert. Hat er das jetzt gemacht? Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat es gerade nicht gemacht. Texture Packs. Da MC Patcher konvertiert Texturen. Der CTM-Ordner wurde gelöscht. Jetzt gibt es hier diesen Texturen-Ordner. Textures-Ordner, da sind die Blöcke drin. Und da ist die WaterPNG drin. Okay, die wurde nicht angepasst. Es glaubt, liegt aber daran, dass es eine 128er Texture-Pack ist oder eine 128er Textur. So, heißt, die müssen wir jetzt anpassen. Und zwar müssen wir die so weit anpassen, dass neuere System verlangt, dass wir sozusagen zweimal die Textur in einem Bild haben, beziehungsweise werdet ihr ja sehen. Ich brauche mal kurz meinen Taschenrechner. Also, wir müssen erstmal alles auswählen, denn kopieren wir das, dann gehen wir auf Zeichenbereich vergrößern. Ach die, ich brauche ja gar nicht meinen Taschenrechner, macht ja von selbst.
Und dann Seitenverhältnisse beibehalten, natürlich anklicken. Und dann Breite, das Doppelte nehmen, heißt 256. Und dann wird auch die Höhe verdoppelt. Die Textur wird dadurch ziemlich riesig, so dass die Ebene erstmal leer machen, dann fügen wir das wieder ein und dann setzen wir das wieder zusammen. Ich frage mich echt, warum sie so einen Scheiß gemacht haben. Moment mal, habe ich das richtig gespeichert? Ich glaube, da ist einfach eine Ebene zu. Ja, da ist eine Ebene zu Dings. Moment mal, da kann ich das gleich so rüber machen. Also normalerweise konvertiert er das mit, also bei 64er Texteffekt, da wird das, glaube ich, schon automatisch gemacht. Ich mache das hier mal kurz. Damit es nicht scheiße aussieht. Wir wollen das gleich mal im Gamebook gutachten schließlich. Ach Quark, kann ich ja gleich... Ja, umständlich, das ist ein bisschen Try-and-Error-Scheiße. So. Einfügen. Das können wir ja gleich nochmal transparent machen. Einfügen. Ja, das ist immer noch eine Ebene zu stark, wie man sieht. Das muss man halt fein abstimmen. Und die Texturen hätte man wahrscheinlich auch jetzt besser anordnen können. Ja. Mein Gott. Dann sieht er mal, wie es denn aussieht, wenn es nicht perfekt ist. Auch in-game. Da muss man wirklich viel denn fein abstimmen, wie gesagt. So, das hätten wir auf jeden Fall. Das wird gespeichert. Nein. Doch. Zwar schon, aber erstmal muss es transparent gemacht werden. Dann speichern wir das halt nochmal. Hallo? Ich hab doch... Warum macht er denn das jetzt nicht? Quark. Alles auswählen. Kopieren. Einfügen. Vergrößern. Transparenz auf... So. Jetzt speichern. Steuerung S. Kann man auch schnell speichern. Das ist die Kurztaste dafür. So. Und jetzt übernehmen. Ich frag mich, warum er das gerade nicht gemacht hat. Verstehe ich nicht. Und dann können wir jetzt in-game uns das angucken. Ja. Not now. Ich spiele immer noch auf 1.5.1. Ich weiß nicht, warum ich auf 1.5.2 updaten soll. Ich frage mich sowieso, was die Version sollte. Warum haben sie noch eine 1.5.2 rausgebracht? Ein paar Bugfixes wahrscheinlich. Aber die Bugs interessieren mich da größtenteils erstmal gar nicht. Beziehungsweise fallen mir auch gar nicht auf. So, wir müssen jetzt natürlich das entsprechende Texturpack auswählen. Das Converter-Pack, da ist ja die Textur jetzt erstmal drin. Natürlich müssen wir dann, müsst ihr die denn in euer Ziel-Texturpack rüberziehen. Also aus dem einfach den nehmen und dann rüberziehen. So, Downloading. Okay, das funktioniert wohl nicht. Das mit dem Konverter, das kann ich wohl nicht auswählen. Da fehlt wahrscheinlich was im Texturpack drin, damit das auch wirklich übernommen wird. Ah nee, ich habe das falsche Dings ausgewählt, einfach. Ich muss natürlich das konvertierte Konverterpack nehmen. Ja, muss man schon drauf achten. Und schon sieht man das. Und dann sieht er auch, wie das aussieht, wenn es nicht aufeinander abgestimmt ist. Fließende Tapete.
Vom Weiten sieht das dann halt wieder ein bisschen besser aus. Dann glitzert das so schön. Aber ansonsten fließende Tapete muss man halt wirklich so hinkriegen, dass das aussieht, als ob die Wellen ineinander laufen. Dadurch kommt dann auch erst dieses, kann ich ja wieder an meinen zeigen, damit der auch hautnah oder unmittelbar den Unterschied auch sofort seht. Mach mal hinne. Ja, ist ein 128er Texturepack und allein durch die Wasseranimation, die ich da jetzt hab, die ist über 2 Meter, nicht 2 Meter, hm? Über 2 Megabyte groß, fast 3 Megabyte groß. Eine von 4. Weil die Lava-Animation ist dann ungefähr auch so groß. Ich glaube, die ist sogar, ich weiß nicht, Transparenz macht das die Datei größer oder kleiner? Ja, hier sieht man sieht immer noch ganz leicht, dass die nicht ganz perfekt übereinander liegen, aber es sieht schon viel besser aus. Also schon ziemlich nah dran, dass die dann halt ineinander laufen. Also sieht man halt wirklich nur noch, wenn man ganz genau hinsieht, dass es so einzelne Ebenen sind, die untereinander laufen. Und um das perfekt hinzukriegen, ist doch einiges an Zeit nötig. So, das wäre im Prinzip das stille Wasser. Jetzt kommen wir zum fließenden Wasser. Das hier. So, da braucht man natürlich auch wieder... machen wir das wieder alles zu. Das nervt mich jetzt einfach nur. Das brauche ich nämlich jetzt alles nicht. Das brauche ich nicht. Weg. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt mit euch die ganzen Texturen gemacht. Wie lange das dauern würde. Zu lange. Auf jeden Fall, wir brauchen jetzt... Wir müssen jetzt diese fließende Textur machen. Dafür nehmen wir die Grundtextur. Oder da habe ich... Im Prinzip erkläre ich ja euch das nur so, wie ich es gemacht habe. So, und dann war das... Unschärfe und Bewegungsunschärfe. Nach unten oder nach oben. Scheißegal, vielleicht sogar gleich schräg. Dann im Prinzip so. So, das kachelt sich natürlich jetzt nicht. Mach mal das hier zu, das brauche ich nämlich nicht. Nicht speichern. So, da brauchen wir wieder unsere Dings, weil jetzt müssen wir ja diese Textur kachelbar machen. Oder nahtlos kachelbar machen. Was ist das denn da? Das ist aber unschön. Muss man also drauf achten, dass... Muss man drauf achten, dass man das auch entsprechend... Aha. Scheißegal, irgendwie kommt immer dieser komische Punkt. Okay, den können wir ja wegkacheln. Auf jeden Fall nehmen wir diese Textur jetzt. Machen hier noch eine Ebene rüber. Und ordnen das nebeneinander an. Dann sieht ihr schon, da sind diese Kanten. Die wollen wir natürlich nicht haben. Und dann habe ich das so gemacht, noch eine Ebene, und dann habe ich das im Prinzip rübergelagert. Dann habe ich da die Ebene horizontal gespiegelt, dann habe ich den leicht auslaufenden Filter, Pinsel genommen. Habe das... Mann!
einen Knopf gedrückt und schon lädt er eine Textur. Hab das so gemacht. Irgendwie so. Irgendwann hat sich das gekachelt, das ist ein bisschen friedlich. Und ja, habe ich dann halt noch ein bisschen angepasst halt. Mir fällt gerade nicht das richtige Wort ein. Okay, dann habe ich das genommen. Dann kopieren wir das, fügen das unten ein, damit sich das in der Mitte halt wieder kachelt. So. Verein. Mist. Nach unten vereinen. Das nehmen. Kopieren. Neue Ebene. Nochmal das ausblenden. Und dann kachelt sich das nahtlos. Okay, jetzt müsste man das hier entsprechend anpassen. Machen wir natürlich. Wird alles gemacht. Dauert halt eine Weile. So, neue Ebene, denn Moment. Dann nehme ich das jetzt wieder. Machen das weg. Machen das weg. Nehmen wir von da. Kopieren, einfügen. Und dann setzen wir das nach da. Nach unten verein. Mitte kopieren, neue Ebene. Ausblenden, nebeneinander setzen. Machen wir diesmal denn so. Jetzt braucht man nur noch die Mitte, das Mittelstück. Das mache ich mal verdoppeln. Werdet ihr gleich sehen, warum. So, und jetzt hier im Prinzip. Nach unten vereinen. So, daneben klicken. Steuerung I. Kopieren. Ausblenden. Einfügen. Eins nach unten. Schon hätten wir das im Prinzip grob. Jetzt ist dann halt das Feintuning dran, der Textur. Man sieht jetzt hier schon, es ist nahtlos sozusagen. Natürlich ist jetzt hier diese komischen Stellen halt Feintuning jetzt dran. Machen wir das löschen, machen wir neue Ebene. Das macht man dann, indem man nochmal die Ebenen nutzt und das grob weggradiert. Natürlich muss das jetzt nach unten. Beziehungsweise, nee, muss nicht. Was mache ich denn da gerade? Ich weiß gerade nicht, was ich gerade getan habe. Wir wollen ja die entsprechende Stelle verbessern. Deswegen müssen wir die entsprechende Stelle auch in die Mitte zentrieren. Das können wir löschen. Neue Ebene. Okay.
Okay. Dann nehme ich hier wieder von hier die Anfangstextur. Machen wir das mal löschen. Einfügen. So, und dann radieren wir das wieder so weg. Dann machen wir hier so kleine Stellen, damit das nicht aussieht, als ob da mega Streifen sind, weil das ist immer noch Wasser. Das fließt nicht hundertprozentig gleichmäßig, so dass das aussieht wie, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. So, machen wir die entsprechend da. Soll er denn halt aussehen wie bewegtes Wasser? Mehr will ich doch gar nicht sagen. Das kommt dann halt mit der Bewegung nach unten vereint. Kopieren. Neue Ebene. Machen wir mal. Kopieren. Unten. Kopieren. Machen wir das mal entfernen. So. Einfügen. Jetzt haben wir im Prinzip jetzt nur noch hier diese Stellen, die komisch aussehen. Da nehme ich jetzt nochmal, natürlich nochmal. Wieder neue Ebene. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie mache ich das jetzt? Mal so. Weg. Jetzt haben wir hier diesen kleinen Streifen. Der macht schon viel aus. Im Prinzip ist das hier so Schönheitskorrektur für die Textur. Sieht insgesamt schon mal viel, viel besser aus. Jetzt muss ich da noch ein bisschen... Mach mal kurz weg. So sieht's jetzt, so sieht's vorher aus, denn so hat schon viel besseren Effekt. Und dann nochmal. Noch eine Ebene. Ein bisschen kahl. Ich blende das mal kurz aus, damit ich die Kanten richtig. Wir wollen ja nicht wieder, dass es nicht mehr sich nicht mehr kachelt. Wir wollen ja, dass es sich kachelt. So, das kann weg. Blenden wir das wieder ein. Im Prinzip könnte ich das sogar schon so lassen. Sichtbar verein. Kopieren. Ausblenden. Sortieren wir das zueinander an. Und schon habt da eine Wassertextur. Eine fließende. Also eine Textur für fließendes Wasser. Jetzt müssen wir natürlich wieder den Animationsstreifen machen. Da setze ich das hier schon mal zusammen.
Okay. Dann kopiere ich erstmal mein Gitter. Der ist korrekt. Und dann von oben. Hallo? Wo sollst du da das machen? Mann, jetzt hat das... Da die Ebene, nicht bei GIMP. Manchmal möchte GIMP nicht, dass ich auf FaintNet rübergehe. Und manchmal verklickt man sich einfach bei den Fenstern. So. Muss man eh den Überblick behalten, welches Fenster jetzt zu welchem Grafikprogramm gehört. So. So, ich habe ja erzählt, man muss von unten nach oben machen, damit das Wasser denn in die richtige Richtung fließt. Wenn man jetzt von oben nach unten macht, dann sieht das dann in-game aus, als ob das Wasser nach oben fließt. Das ist ein Fehler, den man schnell mal machen kann. Am besten, ihr speichert euch eure Texturen zwischen. Das heißt, die normale Wassertextur, aus der man dann die einzelnen Animationsstreifen macht, und die fließende Textur. Das ist jetzt hier meine. Meine ist nicht ganz so mit den, ja, detailreich sozusagen. So. Ich hole wieder den Animationsstreifen-Scheiß. Wir brauchen wieder das Raster. So. Neue Ebene. Natürlich muss das nach oben erstmal, damit wir den Überblick behalten. Und dann wieder 1, 2. Bei 64er Texturepack braucht ihr nur 1 nach oben. Und bei 32er Texturepack dann auch nur 1. Und dann macht ihr da statt 64 Frames 32 Frames. Und bei 16er Texturepack sind es dann halt nur 16 Frames. Aber könnt jetzt hier auch natürlich 128 Frames machen, aber dann wäre das, das würde den Rahmen sowas von sprengen, und außerdem, da würde ich eine Stunde an so einem blöden Filmstreifen hängen. Ich glaube, pro Filmstreifen oder Animationsstreifen, da sitzt man mal gerne 20 Minuten dran. Oder 25, je nachdem wie schnell man ist. Auf jeden Fall. Machen wir mal hier weiter. So, habe ich schon? 1, 2. Ah, hab das gar nicht überzogen. So, die nächste Textur. Und immer so weiter, bis man ganz unten ist. Oder war die Dings nicht richtig? Muss man auch aufpassen. Möglichst keine Fehler machen, weil diese Fehler einen Stunden kosten können. Ja, so, der hätten wir schon mal einen Streifen. Den Grundstreifen. Im Prinzip könnte man diese Animation denn schon, diesen Filmstreifen auch schon für Ingame benutzen. Das tun viele Texturepacks, die nutzen halt nur diesen Streifen. Aber das sind dann meistens niedrig aufgelöste Texturepacks, da fällt das nicht ins Gewicht so stark oder fast gar nicht. Aber ja, wir wollen es natürlich richtig machen. Wir wollen ja auch ein bisschen Dynamik in dem fließenden Wasser haben. Und deswegen machen wir jetzt noch nicht was... Ja, schon zur Seite fließt, aber auch gleichzeitig nach oben. Ich lösche erstmal die Ebene, dann machen wir eine neue Ebene. So, und zwar wieder natürlich die Grunddings. Die erste Ebene, und dann machen wir zwei nach oben, zwei zur Seite. Also wir gehen schräg jetzt. Bei 64er Punkt, bei 64er Texturepack wäre es dann wieder nur 1 nach oben und 1 zur Seite. Und bei 32er das gleiche, und das macht er dann halt bei 32er nur 32 Mal. Und so weiter und so fort.
Und das geht dann so weiter. Und so weiter. So, dann hättet ihr zwei von diesen Filmstreifen. Man könnte jetzt auch nochmal von rechts nach links. Das ist aber unnötig. Das brauchen wir nicht machen, weil man ja dann das machen kann. Ein ganz einfacher Trick, spart man sich ein bisschen Arbeit zumindest. So. Und dann brauche ich wieder den Filmstreifen. Eigentlich hätte ich gleich den nutzen können, ist egal. Das können wir jetzt wieder schließen, das brauche ich nicht mehr. Weg damit. Und dann jetzt nehmen wir unsere fertigen Streifen. Arbeiten. So, Steuerung, nee, nicht S, sondern A, vorher drückt man sich mal schnell. Einfügen. Oh, warum? Hä? Einfügen? Achso, ich habe Steuerung A gedrückt, aber nicht Steuerung C danach. Also ich habe es nicht kopiert. So, da halten wir schon mal die Grundtextur. Und jetzt Steuerung A, Steuerung C. Neue Ebene, Steuerung V. Das ziehen wir erstmal kurz nach unten ein bisschen. Machen wir mal dahin. Natürlich wird es zwangsläufig sich überlappen. Weil es ja die gleiche Textur ist und in beiden Filmstreifen der Anfangsframe gleich ist. So. Und jetzt nochmal, den tun wir aber jetzt kippen vorher, denn Steuerung A, Steuerung C. Neue Ebene und den setze ich unten an. Ah, dieser blöde Anzeigebug. So. Denn die unterste Ebene, neue Ebene, das Blau ist noch ausgewählt. Machen wir das aus und das dann halt überlagern. Das dann auch überlagern. Das machen wir aber ganz leicht. Und bei denen dann das auch überlagern, nicht leuchten, sondern überlagern und dann auch ganz leicht. Wir könnten den Kontrast doch anpassen. Da muss aber auf jeden Fall ein bisschen heller. Sonst sehen wir das erstmal nicht. Obwohl der Kontrast von der untersten, von der Grunddings ist eigentlich okay. Zu viel Kontrast darf auch nicht sein. Ja, hier darf nur ganz leichte Überlagerung sein, also Deckkraft darf nur ganz leicht sein. Ansonsten sieht das Wasser denn so aus, als ob das rasend schnell abläuft. Da irgendwie das rasend schnelles Wasser. Das ist durch dieses, keine Ahnung, warum das denn so ist. Sieht dann halt so aus, als ob das Wasser rast. Das sieht dann scheiße aus und das möchte man ja nicht. So, jetzt vereinen wir das. Das und das und dann kann ich das eigentlich löschen. Irgendwie sieht man das aber gar nicht. Und gar nicht sehen ist ja dann auch wieder scheiße. Ein bisschen muss das schon. Also so. Also man muss es schon sehen, aber zu stark denn halt nicht.
ist halt viel Feinabstimmung, wie gesagt. Das weg. Speichern unter. Speicher gleich da speichern und dann Flow nennen. Flow. Speichern. Ist das doch richtig? Da ich nur Water Still. Habe ich da keine. Custom Water Flowing. Ah, Flowing. Ah, ich kopiere das jetzt hier einfach mal und mache das Ult weg. So, Cost Water Flowing. Das ziehen wir wieder in unseren Converter Pack. Das müssen wir erstmal schließen. Dann gehen wir wieder Textur Packs. Ich brauche nicht zwei Texturenordner offen. Brauche ich nicht. Converter auf. Dann können wir das löschen. Ziehen die Cost Water Flow rüber. Jo. Und dann habe ich ja den noch offen. Okay. Öffnen. Konvertieren. Okay. Mache ich jetzt mal zu. Und dann wieder zu Textpacks. Jetzt wurde der überschrieben. Ja. Und jetzt haben wir Waterflow PNG und die Textdatei dazu. Okay, jetzt wurde natürlich das überschrieben. Jetzt haben wir in-game erstmal kein fließendes Wasser mehr. Das habe ich gerade das fließende Wasser, was wir vorhin gemacht haben. Das stille Wasser, was wir vorhin gemacht haben. Überspeichert! Passiert. Egal. Jetzt zeige ich euch halt das fließende Wasser. Sind wir fast fertig. Selbst euch den Scheiß einfach nur zu zeigen, dauert ja ewig. Erstmal. Danke. Options, Text Picks. Okay, ich habe vergessen, die Transparenz reinzuhauen. Und außerdem müssen wir noch die Textur in das neue Format über verändern. Also es wäre jetzt die Textur ohne Transparenz. Durch die schräg laufenden Animationen, Animationsstreifen, hat halt das Wasser ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Bewegung. Und dadurch, dass es nur, darf halt nur leicht sein, ansonsten wirkt das halt viel zu stark. Und dann sieht es aus, als ob das Wasser einfach nur runterrast. So. Jetzt passen wir das nochmal an. Nee. Das ist die Dings, die wird automatisch denn geschrieben, braucht ja das neue Format. Deswegen konvertieren wir den Scheiß ja auch überhaupt. Ach, das ist. Ach, es wurde doch konvertiert. Ah, okay, dann machen wir nur noch die Transparenz entsprechend. Okay, warum
Ich frag mich jetzt, warum das stille Wasser nicht richtig konvertiert wurde. Finde ich ja doof. Login. Ich habe mich natürlich mit der fließenden, mit der Textur jetzt mich nicht wirklich angestrengt oder keine wirkliche Mühe gegeben. Okay, da könnte vielleicht ein bisschen mehr Kontrast rein. Da könnten, na komm, ein bisschen Kontrast, ein bisschen höher. Soll auch für euch sichtbar sein, ein Video. Ist ja doof, wenn ihr das gar nicht richtig seht. Kann ich ja vorher nicht wissen. Das sieht auch ein bisschen. Ich brauch mal. Habt ihr nicht irgendwie. Ich glaub, das ist das Beste. Dass ihr, man sieht es wegen der niedrigen Auflösung der Blöcke im Hintergrund kaum. Das ist total grob pixeliger Scheiß. Auch ein Grund, warum ich nicht mit niedrig auflösenden Texturpacks spiele. Obwohl ich ja das DokuCraft ziemlich cool finde. Wie man ja meinen eigenen Texturpack sehen dürfte. Deswegen habe ich ja das auch gemacht. Jetzt wird es dunkel. Ganz toll. Bleib mal hell. Werd heller. Danke. So, jetzt sieht man das auch halbwegs. Wenn man es sieht. Habt ihr irgendwie hier noch was Dunkles? Das ist viel zu kontrastreich. So ein Scheiß. Volle. Ah, Mist. So. Jetzt sieht man es wenigstens auch. So, im Prinzip wäre das die Wasser... die fließende Wasseranimation. Ja, ich wechsle nochmal zu meinem Texturpack. Jetzt hätte ich gar nicht... Ich vergesse immer, dass ich gar nicht mehr aus dem Dings rausgehen muss. Aus der Map. Um Texturpack zu wechseln. Man kann es ja über die Option auch in-game machen. Ich dachte schon. Boah. Ich habe gerade geguckt, ob der Ton überhaupt an ist. Ja, im Prinzip sieht meine Textur ziemlich ähnlich aus. Natürlich sieht die ähnlich aus, es ist die gleiche Methode. Und jetzt wisst ihr, wie ich Wasseranimation-Scheiß mache. Da habe ich auch ein paar... Ich hab... Seid dankbar, jetzt wisst ihr, wie das geht. Oh Mann. Die letzten 3-4 Tage damit abgeplagt, herauszufinden, wie das geht und rumprobiert und ich wusste es nicht mehr. Ich musste richtig viel testen, habe natürlich dann halt wieder diese Fehler gemacht mit den Wasser, was denn nach oben fließt. So ein Animationsstreifen machen kostet halt Zeit und wenn der Fehler denn der Streifen selber ist, dann kriegt man das Kotzen.
Ja, und das fließende Wasser ist ein bisschen zu transparent. Leicht auch nur. Man muss das hier wirklich so gucken, ob... ja. Muss man ein bisschen abgleichen und so. So, ich werde dann irgendwann im Laufe des Monats jetzt... Ich werde wahrscheinlich wieder nur einen Monat erst mit einer neuen Folge da sein. Das dauert halt alles. Ja, und dann bis dahin versuche ich auf jeden Fall Lava-Animationen irgendwie hinzukriegen und herauszufinden, wie das ging. Und wir sehen uns denn. Denn sehen wir uns. Wir sehen uns denn, oder? Eigentlich habe ich noch Lust, euch kurz was zu zeigen. Und zwar ein paar Blöcke, die ich noch so gemacht habe. Wie zum Beispiel Sub-ID-Block für Fachwerkwände. Verputzte Fachwerkwände. Dann im Prinzip den Scheiß, den das Androidal-Pack hat. Schon hat. Ich habe noch keinen Light-Detector und keinen Redstone-Block. Ah, scheiß Sub-ID-Blöcke. Die machen mir auch mehr Spaß. Ich habe schon mehr fertig, die habe ich noch nicht da ich die Skript noch nicht gemacht, damit ich die einfügen kann. Da habe ich schon einiges. Hier der Rohrblock. Den habe ich auch. Marmor habe ich eigentlich auch schon fertig. Den musste ich nur immer. Den musste ich nur einfügen. Ja, okay. Das war als kleines Extra. Für die Leute, die sich aufs Texturepack freuen. Das dauert noch eine ganze Weile. Aber ich will ja auch möglichst perfekt machen. Ja. Ich werde nie fertig, Leute. Ja, bis dann. Und Alter, beende einfach die Aufnahme. Bis dann, Glück auf.